Ja, wir weihen heute hier unsere neue Flaschenreinigungsanlage ein. Sie ist Teil unserer Abfüllanlage und hat ein Investitionsvolumen, nur allein die Flaschenreinigungsanlage, von 2 Millionen. Die Flaschenreinigungsmaschine ist halt da, die Mehrwegflaschen, die wir ja verwenden, regelmäßig gut sauber zu machen, alle Produktreste, andere Reste, die in den Flaschen drin sind, rauszuholen und für die Abfüllung wieder bereit zu machen. Wir haben hier eine Flaschenabfüllanlage, bei der 55.000 Flaschen pro Stunde durchlaufen. Das kann man sich dann auf einen Tag hochrechnen. Für uns ist es wichtig, immer auf den neuesten Stand zu sein von der Technik her, damit wir wettbewerbsfähig produzieren, aber auch natürlich in Bezug auf Umweltschutz, Energie einzusparen, Chemikalien einzusparen, Wasser einzusparen. Und mit dieser Anlage schaffen wir es, gegenüber der bisherigen Flaschenwaschmaschine fast 50% vom Energieverbrauch, vom Wasserverbrauch und vom Chemikalienverbrauch einzusparen. Es ist wunderbar, wenn man am ersten Arbeitstag ein Unternehmen in der Region besucht, was so eine erhebliche Summe investiert und dann eine Investition tätigt, die sowohl den Klimaschutz als auch die Wirtschaftlichkeit miteinander verbindet. Die Produktqualität, die wir mit dieser Anlage und auch mit der neuen Waschmaschine weiterhin machen, ist hervorragend, und mich würde natürlich freuen, wenn Sie auch weiterhin ein Freund des Licher Bieres sind.